selber, wenn ich hier auflegen müsste, ich würde sterben vor Aufregung. Das ist eine wahnsinnig große Nummer. Also hier zu spielen, ist schon echt krass. Wenn ich nicht gerade Dance Live moderiere, dann lege ich selber so 2-3 Mal im Jahr als Techno-DJ auf, aber nur just for fun. Und ich frage mich, wie ist das, wenn man professionell als DJ arbeitet? Ist das wirklich ein Traumberuf oder am Ende doch super anstrengend? Ich lasse mir das erklären von einem, der seit über 15 Jahren als Elektro-DJ im Musikbusiness ganz weit vorne mit dabei ist, nämlich Mogwai. Wenn ich mir hier seinen Plan angucke im Netz, ey, der spielt in Spanien, zwischendurch gefühlt 20.000 Gigs in Deutschland. Jetzt gerade kommt er in Frankfurt aus Prag an. Da kommt er gleich raus und dann geht's los. Wir sind mit Mogwai auf der Nature One. Jetzt hätte ich zum Beispiel gedacht, er kann das auch in dem blauen T-Shirt sein, aber ist er nicht. Hey André, Philipp hier. Wir warten hier brav vor A2. Ich dachte, die Maschine aus Prag, das ist dein Ausgang, aber gut, keine Ahnung. Das hast du dich irgendwie woanders rausgemogelt. Aber dann sehen wir uns gleich, okay? Erhol dich erstmal gut. Jetzt aber. Wie schön, dich zu sehen. Na? Ganz meinerseits. Alles gut? Ich habe auf euch gewartet, beziehungsweise ich habe geguckt, aber ihr wart da nicht da. Mein Willkommensschild war nicht groß genug wahrscheinlich. Wollen wir noch einen Kaffee trinken, bevor es losgeht? Können wir machen. Über diesen Punkt. Aber es ist schon ein krasses Jet-Set-Leben, oder? Alter, da weißt du doch irgendwann gar nicht mehr, wo du gerade bist, oder? Das habe ich manchmal. Manchmal komme ich dann nach Hause und denke dann so, okay, wo war ich denn die letzten 4 Tage? Das fühlt sich dann so an, so wie so ein Film. Ich versuche halt nie zu lange weg zu sein von zu Hause. Manche, okay, die sind ja. Zu Hause gibt es noch so eine Homebase, dass du sagst, ey, hier. Zu Hause ist, wo ich mit meiner Familie bin. Ja, mein Lieber. Wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Ja, ich dachte, Mogwai jetzt gerade so ein bisschen hinterher, weil wir noch schnell unsere Bändchen uns so holen müssen. Und dann geht's los. Ich bin durchgekommen, ich bin sauber. Ich denke halt zwischendurch so, weißt du, jemand, der schon so lange dabei ist und wirklich weltweit spielt, aber wir müssen da lang, dass du hier ankommst und dir denkst, ja, mein Gott, jetzt ist es halt kurz die Nature One, aber nee, das habe ich überhaupt nicht. Immer noch was Besonderes. Nee, ich bin auch da so, bin da auch echt auch ein bisschen aufgeregt, sogar ein paar Tage vorher schon. Guck mal hier, Backstage auf der Nature One. Ist das jetzt sowas, so ein Moment, auf den du die ganze Zeit wartest, weil du jetzt so deine Stage siehst, oder? Ja, das ist, gehört mit dazu zum Ankommen. Du siehst das auch so lässig, weißt du, so... Wieso? Ja. Alter, guck dir mal dieses große Ding an, das ist ja unfassbar. Ist ja noch nicht alles cool. Ja. Einfach fühlen, ankommen. Ja. Jetzt trinken wir erstmal ein Bier. Viele Leute denken ja so, ey, wenn ich DJ bin, die schleppen immer so viele Frauen ab. Jetzt bist du ja verheiratet, unter der Haube hast auch Kids, aber wie war das damals am Anfang, als deine Frau noch nicht da war? Ist das wirklich so? Kannst du da ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählen, ein bisschen Gossip? Ey, ohne Scheiß, auch da bin ich vielleicht total unnormal. Es gab Promoter, die gedacht haben, ich wäre schwul. Weil du nie Leute mitgenommen hast, oder was? Nee, weil ich da irgendwie, keine Ahnung, ich war dann irgendwie da gar nicht so drauf wie manche andere. Aber natürlich geht das. Was machst du nach dem DJ sein, wenn es irgendwann nicht mehr geht, wenn Felix Jehn und Co. die Weltherrschaft übernehmen und Mogwai gehen muss? Das will ich sehen. Hey. Hi, André, hallo, Michel. Tim, kannst du den mal nehmen? So, jetzt quatsch nicht nur ich Mogwai hier voll auf der Nature One. Jetzt muss er auch noch Interviews geben für andere Radiosender. Dann hat er noch ein Meet and Greet und so weiter mit Fans tatsächlich, die ihn jetzt live erleben dürfen. Aber er ist super chillig, total entspannt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich Bock hätte, vor der richtigen Arbeit noch so viel zu arbeiten. Ist ein bisschen spät, ich weiß, aber wollen wir trotzdem gratulieren. Die erste Frage direkt schon, wie... Mogwai hat neben den ganzen Interviews, die er gibt, gleich noch ein Meet and Greet mit diesen beiden Herrschaften. Hier, du bist der? Der Niklas, hallo. Niklas, hey, Philipp. Und du bist? Tim. Tim und Niklas sind große Mogwai-Fans, logisch, sonst würden sie nicht treffen wollen. Wäre das für dich so ein Traumberuf, selber aufzulegen? Oder sagst du, nee, Mann, das ist mir irgendwie schön anzusehen, aber... Ist bestimmt ein sehr interessanter Beruf, aber ich glaube ganz einfach, dass es zu viele
wie soll ich sagen, man ist zu viel im Jet Set. Man ist ja nur unterwegs, man hat nur Stress im Sinne von, dass man auflegen muss. Also ich selber könnte es auf jeden Fall nicht, aber es ist bestimmt ein unglaublich guter Beruf. Leute, wie ihr seht, seht ihr gerade nichts. Mogwai ist verschwunden. Ich weiß ehrlich gesagt selber nicht, wo er ist. Ich suche ihn jetzt hier. Aber spätestens um 22.30 Uhr steht Mogwai auf der Bühne und dann habe ich ihn wieder gefunden. Mogwais Bühne, ganz klein. Hey, guck mal, wenn ich auflege, dann sieht es ungefähr so leer aus wie hier. Es hat vielleicht zwei Leute, so weil es ein paar Jahre. Ich habe ihn gefunden in der Dunkelheit im Backstage, Mr. Mogwai. Hey, ganz kurz bevor es losgeht, viel Spaß von uns, wir gucken dir zu. Sieht doch schon anders aus, ne? Bitte? Sieht doch schon besser aus hier. Ja, mega, oder? Bist du happy? Ja, bitte. Ey, wir sind gerade hautnah dabei, wie Mogwai, für mich ist das was ganz Besonderes, seine Performance vorbereitet. Leute, jetzt ist es soweit. Mogwais Pult wird rausgeschoben. Gleich kommt der Höhepunkt des Abends. Also darauf haben wir gewartet. Mogwais Gig bei der Nature One. Und wir sind sowas von hautnah dabei. Guck mal. Ja, Philipp. Und aufgeregt? Jetzt geht's ab hier. Wo ist der Mogwai? Mogwai! Hey! Mogwai spielt immer noch. Ich weiß wirklich nicht, woher er die Power nimmt, aber er ist gleich fertig und ich will ihn abholen. Und? Hey, ist der mega, high? Mega, mega. Guck mal, alle Farben ist da. Wahnsinnig spannende Frage, wie das bei dir ist, so physisch, ob das nicht irgendwann mal kaputt macht, diese ganze Lautstärke. Ich habe zweimal einen Tinnitus gehabt, ich habe den behandelt mit Infusionen und auch mit Druckkammer und alles, was man so macht. Krass. Ist zum Glück weggegangen und seitdem spiele ich immer nur mit selbst angefertigten Oropax, also Gehörschutz, und das kann ich nur jedem empfehlen. Du warst auch mein erster Interviewpartner, als das mit Avicii passiert ist. Da haben wir sofort telefoniert in eins Live zusammen. Ich erinnere mich. Und du warst in L.A. und ich hatte wirklich Tränen in den Augen, weil mich das so gepackt hat. Aber super nett, also ganz lieber. Und deshalb hat mir das so leid getan, dass er da so unter die Räder gekommen ist. Ich habe das Stück für Stück mitbekommen, auch weil ich halt auch bei seinen Avicii and Friends Partys gespielt habe, mit Mushuaia auf Ibiza. Ich kannte den Manager sehr gut oder kenne ihn halt sehr gut, den Ash. Und ja, der ist einfach nicht mit klargekommen. Und das ist, das war da so tragisch für mich persönlich daran. Weil ich ihn halt kannte. So wie wenn man jemanden halt kennt, der halt dann geht, ne? Kann es sein, dass das Business zu hart ist an manchen Stellen? Das kann man ja selber bestimmen. Also zumindest sollte man sich jetzt sich das offen lassen, das selber zu bestimmen. Ich bin da so ein bisschen abgelenkt, weil die warten nur noch auf uns, ne? Ja, komm, wir müssen los. Ja.
La 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 la. Sind wir dir ein bisschen auf den Sack gegangen? Na komm, jetzt darfst du nichts Falsches sagen. Nee, da waren so ein, zwei Momente, wo ich so, oh, wird mir das jetzt zu eng. Aber das macht das ja auch aus, von daher war das cool. Vielen Dank. Ich hätte mich schon gemeldet. Ich habe mich gefreut. Hau rein. Schlaf gut. Bis bald. Gute Nacht. Ihr auch. Gute Nacht. Jetzt ist Feierabend. Ich liege im Bett und bin wahnsinnig glücklich darüber, weil es war halt einfach wie ein normaler, sehr anstrengender Arbeitstag. Wenn man so als Gast auf dem Festival ist, mit Freunden, hängt man entspannt ab, alles ist cool. Aber hier mit einem professionellen DJ unterwegs musst du Termine einhalten. Ich sag's euch, das ist wie bei der Arbeit im Büro oder in der Werkstatt oder sowas. Termine einhalten, mit 20.000 Leuten reden und am Ende hast du die ganze Zeit diese Deadline. Um 23 Uhr muss bei meinem Gig alles sitzen. Ich bin durch. Gute Nacht. Hey Leute, und was sagt ihr? Jetzt seid ihr hautnah dabei gewesen, habt euch so einen DJ-Alltag richtig nah angeguckt. Ist das ein Traumberuf für euch oder könnt ihr euch das nicht vorstellen? Schreibt es gerne in die Kommentare, ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr Bock habt auf noch viel, viel mehr Festivalstimmung, dann klickt jetzt hier drauf und guckt euch unseren Film an vom Perukaville.